2050, denke ich, wird von der Hightech-Branche mit Sicherheit dominiert werden. Ich glaube, man kann noch viel schneller reisen. Es sitzt keiner mehr am Steuer. Autos fahren einfach selbstständig. Ist das alles Fakt? Nein. Ist das alles Erfindung? Auch nicht. Ja, es ist irgendwo dazwischen. Also es ist eigentlich so eine Art Dokumentarfilm über die Entstehung von Zukunftsvisionen und ja, eine Visualisierung dann, wie das am Ende aussehen könnte. Wir spüren, die Welt verändert sich. Jeden Tag. Als das führende Logistikunternehmen weltweit ist Deutsche Post DHL selbst ein Treiber der Veränderung. Um Menschen mit auf die Reise zu nehmen und wirklich nachhaltige Verbesserungen zu erreichen, brauchen wir eine lange Perspektive und müssen eine Vision entwickeln, wie das Leben in 20, 30, 40 Jahren aussehen muss. Wir können uns die Welt des Jahres 2050 nicht vorstellen. Wir können nur verschiedene Szenarien entwickeln, das ist auch in dieser Studie sehr gut gelungen, und sagen, es gibt unendlich viele verschiedene Zukünfte und schauen wir nochmal, welche wir haben wollen. Richtige für ein Unternehmen, aber auch für diesen Planeten zu tun oder für die Logistikindustrie zu tun, viel länger schauen. Gemeinsam mit renommierten Experten haben wir überlegt, was die Zukunft bringen könnte. Ich freue mich in der Zukunft darauf, dass wir durch nachhaltiges Wachstum einen deutlich lebenswerteren Planeten schaffen werden. Verschiedene Szenarien, unterschiedliche Perspektiven. Nutzen wir unsere Optionen bewusst, um mit den heutigen Entscheidungen der Zukunft Gestalt zu geben. Bei Deutsche Post DHL wollen wir unseren Beitrag dazu leisten.